Hallo liebe Leute, da sind wir wieder. Heute gibt es wieder was Neues von uns für euch auf die Augen. Wenn ihr schon ein Abo dagelassen habt, vielen Dank dafür. Falls nicht, macht das doch bitte eben. Hilft uns sehr viel weiter. Wir sind hier heute in Castrop. Castrop-Rauxel, Nähe Recklinghausen. Und warten hier auf den Bus. Nicht irgendeinen Bus, sondern ich glaube einen ganz netten Bus, den wir euch ein bisschen vorstellen wollen. Der Bus soll kommen um, ich gucke gerade, ja immer 41. Ja, mal gucken, ob sie pünktlich ist. Ach, da kommt er auch schon. Und da kommt er schon. Einen wunderschönen guten Tag. Ist das der 361er in der Castrop? Nee, nicht wirklich, aber steig mal ein. Ja, guck mal. Hallo, grüß dich. Hallo, Rolf. Du bist Silke. Die Silke, ne? Genau. Silke Krause. Silke Krause ist die Frau vom Jörg Krause, den wir euch mit seinem TL vorgestellt haben. Ganz genau. Und die hat damals, als wir den TL gemacht haben, gesagt, ich habe einen geilen Bus, ich möchte auch ein Video machen, ne? Ja. So war das. So ungefähr, oder? Ja. So war das. Sag mal, ja. Ja. Ja, lass uns fahren. Ja, machen wir. Los geht's. So. T3 fahren, cool. Man hört sofort, dass man nichts hört. Wir reden über einen Wasserboxer, ne? Ja, ist eins der schönsten Motorengeräusche, die du hast. Ja, weil es halt nicht da ist, ne? Doch, ist da. Er ist halt wirklich sehr, auf den ersten Eindruck, wenn man einen Bus gewohnt ist, Bus gefahren ist und dann so einen Bus hört, dann denkt man, da stimmt doch irgendwas nicht. Der ist doch irgendwas nicht in Ordnung, der ist doch kaputt. Nein, sofort erkennbar, ich habe gesagt, einen speziellen Bus. Wir reden über einen T3 Magnum. Erkennbar für mich von außen sofort beim Randfahren an der schwarzen Beplankung und an den eckigen Doppelscheinwerfern, ne? Genau, an dem Doppelscheinwerfergrill, ja. So Ausstattungsmerkmal der Magnum-Serie. Innen drin noch ein paar Sachen, die speziell sind. Brauchen wir gar nicht drauf eingehen, das wissen die Busfahrer sowieso besser als ich. Ich bin nur bis T2 fit. Wenn du was weißt, bitte erzähl. Dann ist das ja ein Luxusbus, in dem du heute sitzt. Ja, für mich ist das heute absoluter Luxus, ja. Ja, dieses geschäumte Lenkrad, die... Ja, ist dicker. Oh, fühlt sich gut an. Ja, und dieses bisschen gepolsterte Armatur. Eine Kante hier drauf. Genau. Wenn man beim BOM Vollbremsung ja, einen weichen genau. Kopf kriegt. Ne? Damit hier nichts passiert. Ja. Ja, aber hier fehlt das Geräusch. Also wenn die, doch, wenn die Fenster sind jetzt auf, wenn die Fenster zu sind, du hörst schon dieses ja. schöne Boxergeräusch. Der ist halt unheimlich kraftvoll. Ja, wir reden immer noch über das alte Konzept Heckantrieb. Genau, ne? Also, ganz genau. Da soll man am Ende auch ein bisschen was von hören. Aber also für mich ist das der schönste Bus. Wir sehen hier die fetten Spiegel. Die fetten Spiegel sind nötig, weil ihr fahrt mit dem Auto viel in Urlaub, ne? Mit Wohnwagen, genau. Und dann hängt für gewöhnlich ein Wohnwagen dran. Ja. Den zieht das Auto souverän, ne? Ja, da hängt ein Ereba Touring dran, ein neuer Ereba Touring. Ja. Und das macht er ganz gut. Also das Gespann passt gut zusammen, ja. Ja. Das heißt, er hat auch keine Angst vor einem Berg. Wir Nö. Reden hier über 2,1 Liter Wasserboxer. Genau. Mit 95 PS. 95 PS. Stärkste genau. Version waren 112. Ne? Das ist jetzt der dritte Bus, den wir haben. Nicht in Sammlung, sondern nein, in Folge. Leider nicht. Was war der erste? Der erste war auch ein 95 PS. Ja. War so ein selbst umgebaut zum Camper. Ja. Der Bus war eine Katastrophe. Aber wie das so ist, wenn man mit irgendwas anfängt, man zahlt erstmal Lehrgeld. Der zweite Bus war dann der 112 PS Automatik mit großem Schiebedach. Okay. Ja, und jetzt der, ne? Also wir wussten ganz genau, was wir wollten und was wir nicht wollten. Ja. Also wir wollten keinen Diesel. Ja. Oft hast du ja bei den T3s Dieselmotoren. Ja, 50 und 70 PS. Damit ziehst du definitiv keinen Wohnwagen den Berg runter, ne? Wir wollten halt wieder einen Wasserboxer haben. Ja. Der musste blau sein. Ja, er war jetzt schon tiefer, er hatte die Felgen drauf, die wir wollten. Und wir haben den von guten Bekannten gekauft und mega ehrlich angucken können. Und waren uns auch darüber im Klaren, was wir da kaufen, dass wir auch noch investieren müssen. Mhm. Und ja, also für uns ist es ein großer Traum, der damit in Erfüllung gegangen ist. Und ich habe dafür meinen Käfer abgegeben. So, da sind wir nämlich wieder im Thema. Du hast vorher einen Käfer gehabt, genau, ne? 69er, 1300er. Beige war der, glaube ich, ne? Genau. Savannenbeige, rote Innenausstattung. Ja.
auch ein bisschen hübsch gemacht, ne? Ja, aber nicht meins. Also ja, das Gefühl war. Ich merke schon, wie du hier in dem Auto sitzt. Das ist schon, das hat ja alles schon was von semi-professionell. Ich habe den gesehen, den Bus. Ne? Erstes Bild habe ich bekommen und habe sofort zu Jörg gesagt, mein Bus. Ja. Und Jörg hat ihn gesehen und hat gesagt, kauf. Was soll auch alles sagen, ne? Genau. Ja, wir reden über hier über ein 88er Baujahr. Der Bus wurde bis 90, bis 92 wurde der gebaut. Und da reden wir natürlich am Ende schon über 40 Jahre, Minimum 40 Jahre alt solchen Autos. Genau. Da ist halt nicht in den Laden gehen und sagen, den hätte ich gerne oder sonst wie, sondern da muss man schon Glück haben, wenn man tatsächlich genau das findet, was man sucht. Ne? Ganz genau. Ich meine, ist noch Arbeit dran. Wir haben mal so in die Technik unheimlich investiert. Oh. Aber das wussten wir vorher. Ja. Und ja. Technik heißt hauptsächlich Motor, gab es Probleme, ne? Ja. Riesenprobleme gehabt. Das, was alle Wassermotoren eigentlich haben, ne? Ach. Ja, also es fing an mit den Wassermanteldichtungen, dass die undicht waren. Ja. Haben neue Köpfe gekriegt. Haben wir den Motor sichtbar? Können wir die Klappe aufmachen? Ja, ja. Dann lass uns direkt am Objekt einmal drüber reden. Ja, gerne. Machen wir. Zeigen wir direkt. Mach alles alleine, sehr schön. Ah, guck mal. So. Wasserboxer. Ja, was halt viel war, waren Elektrikprobleme, die wir hatten. Und Elektrik heißt? Kabelbaum. Du hast halt einen Kabelbaum für einen MV-Motor gekauft. Mhm. NV. MV. M. M. M wie Mater. Genau. Guck mal, wusste ich nicht, habe ich was gelernt. MV, ja. MV ist MV der 90 ist PS. MV ist der 95 PS. 95 PS. 95 PS, genau. Ja, manchmal lerne ich noch was. Weil der hat ja auch die Digifant-Einspritzanlage. Ja. Und der 112 PS mit dem DJ-Motor hat die Digijet. Was würde ich jetzt erzählen hier? Ja, du kennst dich tatsächlich besser aus als ich bei so einem. Ich bin da ja raus. Da sind schon zu viele Kabel für mich drin. Unterschied Wasserboxer, Luftboxer ist eigentlich nur das Kolbenzylinder, jeweils 1, 2, 3, 4. Und die Köpfe Wasser umspült sind, ne? Genau. Mehr ist das nicht. Mehr ist das Gehäuse, der Motorblock selber entspricht annähernd dem Typ 1. Ist natürlich innen ausgeräumter, um der Kurbelwelle und den Plollen mehr Platz zu bieten. Hubraum 2,1. Genau. Der Käfer hat in seinem größten Gehäuse 1,6 gehabt. Das ist natürlich schon ein bisschen eng, was den Spielraum da angeht. Aber im Grunde reden wir über ein Käfer-Motorgehäuse mit angeflanschten, wassergekühlten Köpfen und Kolbenzylindern. Mehr Unterschied ist gar nicht, ne? Kommt natürlich nicht die wirklich. Einspritzanlage noch dazu. Aber man sieht, dass ihr da eine ganze Menge Arbeit rein und auch Teile neu gemacht habt, ne? Ja, also die meiste Arbeit hat Jörg reingesteckt, ja. So. Jörg ist Schrauber, der macht das auch alle, der versteht ein bisschen was davon. Nicht nur, dass er Elektriker ist, sondern auch. Ja, wir haben uns das halt alles angeeignet. Ich habe halt die ganze Zeit jetzt immer gelesen und habe ihm dann erzählt, du so und so und das und das. Und wir haben uns halt viel Literatur angeschafft, auch über die Einspritzanlage, dass du überhaupt erstmal weißt, wie funktioniert das. Das ist eine eigene Welt. Einspritzanlagen ist ein eigenes Thema. Da kann man sich auch, da kann man auch seinen Professor von machen, ne? Über Einspritzanlagen. Ja. Ne? Ist so. Und auch im VW-Bereich, im Boxermotoren, gab es tatsächlich eine Menge unterschiedlicher Einspritzanlagen. Ja. Alles, was halt zu der Zeit neu auf den Markt kam. Und da waren Riesensprünge teilweise. Jetzt reden wir über der fast Limit der letzten Version, die es gegeben hat. Und das ist ausgereift, funktioniert. Und entsprechend, das Ding fährt sich, wie ich schon gesagt habe, das fährt sich gut. Der war letztes Jahr am Schliersee, also er läuft super. Das heißt, der reist damit am Ende auch viele Kilometer runter. Ja. Der Haken wird tatsächlich viel benutzt. Ja, dafür ist er da. Ne? Mit einem Wohnwagen hinten dran. Genau. Stützlast, sehe ich gerade, Aufkleber, 100 Kilo Stützlast. Genau. Habt ihr das Stützlast-Video gesehen? Nee, wenn nicht, scrollt mal runter, guckt mal rein. Erkläre ich, was mit der Stützlast los ist. Aber ihr wisst da, glaube ich, auch Bescheid. Ne? Ihr seid erfahrene Anhängerfahrer, Camperfahrer, Busfahrer. Klappe zu. Dankeschön. Bitteschön.
Das Ding ist nicht nur Schallisolierung, sondern ist eine Matratze, ne, zum draufliegen. Ne? Genau. Weil man kann die Bank umklappen, dann hast du ein Riesenbett. Will ich sehen. Aha. Bäm. Jetzt kann man tatsächlich schlafen. Ne? Ist ja tatsächlich bequem. Ne? Definitiv. Das gefällt mir. Jetzt haben wir im Winter das noch so schön mit Filz gemacht. Ja, das ist nicht original, ne? Die Verkleidung ja, nur die das Pappe, Filz ja, nicht. Es ist eigentlich Kunststoff. Ja. Ne? Aber nach den Jahren war der nicht mehr schön. Ja. Und dann haben wir, Jörg hat das dann mit Filz bezogen. Ja, den Vorteil erstmal, es ist eine Schallisolierung und auch eine Wärmeisolierung ein bisschen. Ne? Das macht es einfach ein bisschen gemütlicher. Ja, ne? Genau. Ja. Hey, schön, sehr gemütlich. Schönes Stichwort. Zurückbauen geht genauso schnell, ne? Genau. Ja, will ich auch sehen. Fertig. Das hat mich beeindruckt, wie schnell diese Bank zu einem Bett wird und dieses Bett wieder zu einer Bank wird. Und man sitzt hier, cool drauf, das ist schön. Das ist mega bequem, ja. Dann hast du noch den Tisch, den du ausklappen kannst. So. Ach, noch nicht mal ein Bein im Weg, ne? Hier. Nein. Möge die Tischplatte schweben. Kein Bein, ja, kein gar nicht. Cool. Das ist ne, der neue T6, der hat dann noch so einen Fuß, das ist Mist. Kakao bitte. Ich muss gestehen, das ist der erste T3 mit Klappbank und so weiter, mit Tisch, den ich so sehe. Das ist halt, ist Neuland für mich, aber ich bin jetzt schon überzeugt und ich gucke jetzt schon bei Mobile im Kopf. Ich glaube, das will ich auch haben. Kriege ich in meinen T2 irgendwie, glaube ich, oder ich mache das in meinen T2 rein. Also der Wagen hat für uns einen unheimlich hohen Nutzwert auch. Wir fahren den hast du mir schon bewiesen. Auch am Wochenende dann mal so ins Sauerland oder so. Ja. Es ist einfach schön. Weißt du gehst wandern, du kannst dich hinterher noch hier gemütlich reinsetzen, ein bisschen Füße hoch machen und gut ist. Und mal eben eine Nacht geht auch. Da muss nicht der Wohnwagen hinten dranhängen, sondern mal eben durchschlafen und fertig. Ja. Ne? Cool. Kein Problem. Wir haben jetzt eine Menge gesehen. Ach, Schiebefenster. Schiebefenster sind übrigens auch Bestandteil der Magnum-Ausstattung. Da weiß ich, dass das bei meinem T4 nicht funktioniert hat. Okay. Dass da ständig der Griff abgebrochen ist. Ja, die sind ja sehr stabil. Bei meinem T4 nicht mehr. Ja, ist leider so. T4 waren immer die Griffe der Schiebefenster kaputt. Hier, die sind jetzt 40 Jahre alt, 45 Jahre alt und halten immer noch, ne? 36. Ja, VW, guckt euch an, was ihr früher gebaut habt. Anderes Thema. Was noch besonders ist, sind diese Kopfstützen-Einsätze. Durch die Kopfstützen kann man beim T3 normalerweise durchgucken. Und beim Magnum war das halt als, Designteil. Nein, das haben wir uns Magnum, als Zubehör. Das gab es mal als Zubehör von VW. Und das haben wir über einen Freund bekommen. Kannst ruhig den Namen sagen. Danke, Olli Frese. So, genauso kuschelig wie man hinten sitzt, sitzt man auch hier vorne drin. Richtig bequeme, tolle Sitze mit bam, bam, beidseitig Armlehnen. Also, gute Nacht. Sehr bequem. Sind die Sitze drehbar sogar? Nein. Nein. Ja, wäre ja auch noch ein bisschen viel verlangt. Ne? Das wäre ja noch schön, ja. Ausstellfenster? Ja. Dreiecks. Das ist unsere Klimaanlage. Ja. Willst du dem Käferbauer erzählen, was die Klimaanlage ist oder was? Ja, hier. Muss sein. Ne? Ohne Dreiecksfenster nur ein halber Bus. Ne? Abaschvorrichtung ist die offizielle Bezeichnung dieser Windabweiser. Genau. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ja? Da ist das Lenkrad, da sitze ich normalerweise. Instrumente ist alles nichts Unbekanntes, kennen wir alles. Ne? Genau. Fünfgang, ne? Fünfter Gang, erster Gang unten links. Genau. Guck mal, schöne Sonnenblenden. Hier mit beleuchtetem Innenspiegel? Nein. Das gehört, glaube ich, auch noch zu dieser Magnum-Ausstattung. Ich brauche gar nicht, ich weiß, dass ich gut aussehe. Das habe ich im T3 auch noch nie gesehen. Er hat zwei Gebläseschalter, das ist einmal für hinten. Der hat unter der Rücksitzbank ein Luftaustritt. Heizungsgebläse. Ja. Und das ist für vorne, für die Lüftung. So, wie sieht ein T3 Multivan Magnum Edition von vorne aus? Erkennbar, habe ich vorhin schon mal gesagt. Genau, an den eckigen Scheinwerfern. Ja. Ansonsten, grundsätzlich, die Luftgekühlten hatten diesen Grill einfach nicht. Ne? Genau. Luftgekühlte T3s gebaut von 80, 79 bis 82 irgendwie was. Ja, irgendwie so. Ein bisschen länger noch, aber am Anfang gab es nur Luftgekühlte. Und die hatten diesen Grill nicht, ne? Genau, hatten auch nur einzelne runde Scheinwerfer. Also ich finde, die eckigen Scheinwerfer, damit wirkt er erwachsen. Kraftvoller, ja? Erwachsener, kraftvoller. Erwachsen wirkt er, ne? Diese Runden, das ist so. Ja. Die Stoßstange ist ein bisschen, bisschen buchtiger als beim normalen Bus. Genau. Gehört dazu. Zieht dich dann nahtlos
seitlich hier rüber in die Beplankung, geht über die Tür, über das Seitenteil, dann bis nach hinten, ne? So wie es sein muss. Einmal rundum, ein bisschen verbreitert. Ein Bus muss auf Rädern fahren. Was ja, haben wir hier? Schöne große, ne? Eine schöne große. Das sind 15 Zöller, ne? Genau. Hinten auf Trommelbremsen, vorne auf Scheibe. Der Bus ist tiefer gelegt, ne? Ich erkenne das erstmal hier an der Regenrinne, die halt nicht hier oben ist, sondern da. Weil? Weil, damit ich vernünftig ein- und aussteigen kann. Also, so groß Mann bin ich ja faul, nicht, ne? Rein- und rauszuheben. Ja. Da reden wir, glaube ich, über 50 mm ja, Tieferlegung. 40, ne? 40. Das, beim T3 geht das über Federn. Ne? Genau. Andere Federn reinschmeißen, gibt es mit ABE, mit TÜV und so weiter und so fort. Genau. Kann man fahren. Steht ihm einfach gut und hat den Vorteil, dass super einsteigen kann. Der Wind. Der Wind. Da machen wir jetzt einen Cut. Und der Wind. Und der Wind, genau. Also wenn du einen T3 tiefer legst und ein bisschen breitere Reifen drauf packst, hast du einfach ein viel, viel besseres Fahrverhalten im Serien. Das spricht die T3. Fahrerin tatsächlich. Du bist ja schon unendlich viele Kilometer mit dem Auto gefahren und hast Erfahrungen mit Hoch- und mit Niedrigbus. Ja. Ne? Also von daher genau. Weißt du, was sie da redet. Finde ich gut, finde ich klasse, finde ich toll. Hinten ist mir noch was aufgefallen. Ja. Der ist mir aufgefallen. IG T3 102. Meine Deutung ist, ihr seid in der IGT3 vernetzt, genau. Und das ist eure Mitgliedsnummer. Ganz genau. Aber einfach, oder? Ja. Ja, man muss mit so einem Auto einfach Kontakte haben. Ja, ne? Du musst total vernetzt sein, ja. Sonst bist du verloren einfach. Mhm. Ne? Also Einzelkämpfer, schwierig. Falls man nicht so lief und wir die Probleme hatten, war ich froh, dass ich den Kontakt hatte zu IGT3. Ja. Die haben uns da echt, die haben halt auch einen WBX-Experten. Und guck mal. Cooler Leo, Verein. Leo macht das gut. Cooler Verein. Ja, fast so absolut. Cool wie der Käferclub Recklinghausen, oder? Ja, ja. Oh, guck mal. Ja, fast. Wir wollen aber auch hier die Bulli EG Ruhrgebiet nicht vergessen. Ne? Die gibt es auch. Genau. Bulli ist tatsächlich ein Riesenthema. IGT3 macht natürlich nur T3s. Bulli EG Ruhrgebiet ist das scheißegal, was du fährst. Genau. Solange da VW-Bus dran steht. Genau. Ne? Ja, Hauptsache, du hast kann man Bus. Ruhig mal. Sind auch super nette Leute. Ja. Was haben wir denn hier? Markise. Eine Markise, also ja. Ein Dach, ein Vordach, ne? Genau. Das gefällt mir. Hey. So, lass mal jetzt ein bisschen Regen kommen, oder? Ja, da kann uns nichts mehr passieren. Wieder ein Punkt mehr, der mich fast überzeugt. So, also mich hat diese Schleuder mehr als überzeugt und ich bin eigentlich nicht leicht zu überzeugen, was moderne Technik angeht. Und wir haben eine ganze Menge moderne Technik drin. Einspritzanlage, Wasserkühlung ja. Und was weiß ich nicht alles, ne? Silke, vielen Dank, dass du und dein Magnum bei uns mitmachen. Gerne. Wir gehen jetzt an der nächste Bude und holen uns ein Magnum. Ich gebe einen aus. Tausend Dank. War schön. Ich danke dir. So, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen, wie es uns Spaß gemacht hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.